Willkommen zu einem neuen Projekt. Let's Play Together Pokémon Smaragd. Urstellen. Und es ist kein normales, es ist ein eher Pokémon Let's Play Together. Das heißt, ich nehme 15 Minuten auf, dann kommt der nächste und so. Es gibt schon ein Ankündigungsvideo von Tendo, habe ich Bulletin auch zugeschrieben. Ich werde es nochmal verlinken hier in der, wie nennt sich das Teil? Beschreibung, genau, und ich mache es mit Tendo, wie schon gesagt, Tendo 14 ist sein YouTube-Kanal, mit Ice Coffee LP und mit Kuro Sankatsu. Die werde ich alle verlinken unten. Hier seht ihr das epische Intro von Pokémon, ja, es reicht. Smaragd-Edition. Da-da-da-da! Drücke Start. Interne Batterie, ja, das weiß ich nicht, ob das was macht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich glaube nicht. Und so, jeder sucht sich ein Pokémon raus. Und zwei werden von allen entschieden. Und wir werden uns nicht absprechen, was gemacht wird. Jeder nimmt 15 Minuten auf, dann ist der nächste dran. Wir müssen dann gucken, was passiert. Das heißt, wenn ihr nur meine Fahrt guckt, werdet ihr immer genauso überrascht sein. Und wenn ihr die von den anderen guckt, dann könnt ihr immer gucken, was die eigentlich wollen, dass ich mache und was ich dann nicht mache. Weil ich habe keine Ahnung von Pokémon. Ich habe kein Pokémon durchgespielt und White ein bisschen gespielt. Ich meine, Pokémon waren alle Level 30 rum. Und Blattgrün habe ich auch gespielt. Da bin ich, glaube ich, fast durch. Aber nur mit den Orten, nicht mit dem ganzen Rest. Und die anderen, die kennen sich eher ein bisschen mehr aus. Ich glaube, Ice Coffee und Tendo haben es sogar durch bis zu den Top 4. Okay, dann. Was sonst noch für Regeln gibt, guckt euch das Ankündigungsvideo an, dann seht ihr das alles genau. Und dann fange ich jetzt mal an, weil sonst vergeht ja die ganze Zeit und ich habe nur noch 12 Minuten 40. Okay. Sorry, dass du warten musstest. Ah ja, und keine Vorspultaste. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Viel kürzer auch. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Sieht cool aus, das Teil. Irgendwie wie ein Teller. Mit so, wo so vorne irgendwie so was rausgeschnitten ist. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns all als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen ein anderer von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt nicht viel. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse und die Pokémon, und die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Fein. Ich glaube, ich habe jetzt auf Junge geklickt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ihn nennen. Wenn es nichts Gescheites eingefallen ist. Ah cool, ich kann es ja klein schreiben. Dann schreibe ich das doch klein. Weil uns nichts Gescheites eingefallen ist, wie wir nennen konnten. Ah, du bist also Keks. Ja. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Keks und bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. So sieht's aus. Genau, hast du da fast, Professor Pokémon. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon. Wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Ist gut. Ich frage mich zwar, was die komische Prozentanzahl bedeutet, aber ich weiß es auch nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe den schon mal ganz am Anfang gespielt, aber nicht weit.
Ist richtig, ich weiß gar nicht, zu laufen, ja. Müsste ich mal gucken auf der PSP. Mutter, Keks, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Keks. Lass uns hineingehen. Was schreibt sich hier jemand im Skype an? Kurz Pause und gucken, wer das ist. So, weiter geht's. Kuh hat mich angeschrieben. Unwichtig, egal. Siehst du, Keks, hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug. Räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch etwas... Das ist doch so etwas von praktisch. Ja, ich hab die falsche Stelle. Keks, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Sports. Ich bin Keks und kein Spatz, Alter. Alter, nein. Fati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Oh, das sind coole Pokémon. So eins will ich. Nee, aber ihr könnt mir, weil jeder sich eins raussuchen kann, könnt ihr mir ein cooles empfehlen. Schreibt es einfach in die Kommentare, egal in welchem Part. Die Maus, die tue ich jetzt mal aus Bild. Aber die steht hier im Weg rum. Stell die mal dahin, so. Was muss ich machen? Ich spiele gleich mal ein bisschen. Mutti würde dieses Programm gefallen. Ah, halt. Das geht ja. Ah. Mutti würde dieses Programm gefallen. Lalalala. Punkt, Punkt, Punkt. Ich beeile mich besser. Ein bisschen zocken, komm. Ich will zocken. Hier ist ein Nintendo GameCube. Yay! Ein Game Boy Advance ist angeschlossen und dient als Controller. Aha. Was soll ich jetzt genau machen? Ich mich jetzt... Ah, ich muss die Uhr einstellen, oder? Die Uhr ist stehen geblieben. Stelle sie besser ein und ziehe sie auf. Es ist jetzt 0 Uhr... 21. 21, ja. PM oder AM? Alter, ich kenne mich damit nicht aus. Ja, PM, doch. So ungefähr. Was? Ja. Ist die Uhrzeit korrekt? Yes, Sir! Mutter, Keks, wie gefällt dir dein neues... Ich lese immer falsch, jedes Mal. Keks, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut. Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Weil ich glaube, unser Typ kann nicht reden, deswegen wird es wohl die Mutter sagen. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Prüf mein Schreibtisch. Keks schlägt das Notizbuch auf. Regel Nummer 1 für Abenteuer. Öffnet das Menü mit Start. Regel Nummer 2 für Abenteurer. Speichere den Fortschritt mit Sichern. Die übrigen Seiten sind leer. X ist bei mir Start, genau. Sicher ich doch gleich mal. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Speichern. Bitte das Gerät nicht ausschalten. Eigentlich ist Speichern völlig unnötig, weil wir das mit Save State machen, weil das ist leichter, die weiterzugeben an den nächsten. Weil dann machen wir einfach, geben wir den Save State weiter, weil der wird da direkt in Ordnung gespeichert. Keks schaltet den PC ein. Was möchtest du tun? Nix. Ich gehe jetzt runter. Tschüss. Ausrufezeichen. Oh, Keks, Keks! Schnell, komm schnell her! Und da ist die Arena von Blütenburg City! So, jetzt, da war Antivir im Weg. Blütenburg City! Ich glaube, Fati ist im Fernsehen! Krass, Interviewer. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Mutter, oh, schon vorbei! Ich glaube, Fati war im Fernsehen. Und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatis Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan. Daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen.
Ja, Kuro schreibt wieder Pech für ihn. Wohin soll ich? Ah, ich soll zu Professor Pink. Genau. Mal gucken, ob ich es überhaupt noch schaffe, das Pokémon auszuwählen. Welches ist Professor Birks Haus? Ich rate jetzt mal auf dieses. Nee, falsch. Oh! Nee, andere Stimme. Hm. Oh, hallo, wer bist du? Bonk, 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 bonk. Oh, du bist Ke. Oh, du bist Keks, unser neuer Nachbar. Hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Mein... So ein komisches, das ist doch eine Frau. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Okay. Das ist dann wohl der Rivale und so. Mal gucken, ob ich dir noch einen Namen geben darf. Hey, Professor Birk. Nee, wo ist Professor Birk? Wie Professor Birk? Der Professor arbeitet an einer Feldstudie, also ist er nicht hier. Nein, ich will's nicht wissen. Okay, das interessiert keinen. Ich habe nicht viel Zeit. Ich will noch ein Pokémon auswählen. Ich will dem den Namen geben. Komm schon. Nein. Oh! Nein! Okay, überlebt. Rennen. Weg, fettes Viech. Ihr. Was ist das? Hihi? Wenn du durch das hohe Gras läufst, wirst du von Pokémon entdeckt. Das ist gefährlich, wenn du kein eigenes Pokémon dabei hast. Alter! Ja, okay, was mache ich dann jetzt? Dann hängen wir jetzt wohl hier für immer fest. Gehe ich noch mal hier rein. Ah, hier ist ein Pokémon. Oder ein Pokéball. Ah, hier ist das Typ. Was? Was? Wer bist du denn? Nee, das ist eine scheiß Stimme. Egal. Ich nehme eine ganz normale, aber ich glaube, die kommt öfters vor. Ach, du bist Keks. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum. Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater Professor Birk hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Keks, und wir Freunde werden. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gar nicht doch gerade erst kennengelernt. Hihi. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Vati doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Keks, wir treffen uns später. Okay, tschüss. Hau ab. Pokéball gehört Maike. Lass ihn besser liegen. Oh Mann, den wollte ich klauen. Okay, jetzt habe ich mit der geredet. Habe ich jetzt irgendwie was... Lässt sie mich jetzt da durch? Ah, hallo, da ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir ja gerne mal ansehen, was da ist, aber ich habe keinen Pokémon. Kennst du mich... Kannst du nicht für mich nachschauen, was da los ist? Doch, mach ich. Hihi, Hilfe! Ah, Professor Birk. Hilfe! Ne, Hilfe! Du da drüben, bitte Hilfe! In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball. Okay, ab zum Beutel. Hier. Wir nehmen ja... Hydropie, genau. Okay, dann kriege ich mir erstmal das an. Hier haben wir dann das Pflanzen. Das Feuer. Aber wir wollen Wasser. Hydropie. Der Surfer zum Beispiel. Los, Hydropie. Ich will das irgendwie eigentlich umbenennen. Okay, Tackle! Gut, den mach ich fertig. Tackle! Wurde besiegt. Hydropie erhält 17 Erfahrungspunkte. Professor Birk, puh, ich habe im Hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet, vielen, vielen Dank. Oh, hi, du bist doch Keks. Aber das ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit. Mein Pokémon-Labor, okay?
Ja, jetzt muss ich noch das Gespräch fertig machen, dann werde ich im Part. Du bist also Keks. Mein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit in deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Keks erhält Hydropi. Professor Birk, willst du dem Hydropi einen Kosenamen geben? Ja. Was gebe ich denn deinem fairen Namen? Wenn ich Keks bin, dann muss das... wie nenne ich das? Ganz kurz was ausdenken. Dann nenne ich das Apfel. So. P. P. Apfel. X. A. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind, Maikes, studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Keks, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Maike triffst? Nö. Professor Burg, ach, sei doch nicht so. Du solltest dich wirklich mit meinem Sprössling treffen. Großartig, Maike wird sich sehr freuen. Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Kann ich jetzt wieder freilaufen? Gut, dann beende ich hier den Part und schick hier den Safe State an Kendo weiter. Was ich aber mache, ich laufe noch hier raus und lauf vor dieses Haus, wo Maike drin ist. So, dann weiß er, dass ich hier rein muss. Und jetzt mache ich hier den Part zu Ende und schick den Safe State an Kendo weiter. Bis zum nächsten Part, was dann Part 5 sein wird. Mal gucken, wie weit wir dann sind. Tschüss!